Bei der Jagd unter Wasser besteht die Kunst darin, vollkommen regungslos zu bleiben, unsichtbar, zu verschmelzen mit der Umgebung und abzuwarten, bis der richtige Moment gekommen ist, die Beute zu erlegen. Nicht zu früh, nicht zu spät. Hier in diesem See in Sibirien geht Wladimir Putin seiner Leidenschaft nach. Es ist der Sommer 2017. Der russische Präsident zieht seine Fäden überall. In Syrien, in der Ukraine, auf der ganzen Welt. Seine Vorstellung einer neuen Weltordnung verfolgt er mit Geduld und politischem Gespür. Wo Demokratien schwächeln, spielt er geschickt seine Stärke aus. Mit dem Westen führt er einen neuen Kalten Krieg. Das alles, um sein Land zu alter Größe zurückzuführen. Putin will eine Rolle spielen auf der politischen Weltbühne. Und er tut es auf seine Weise. Mai 2012. Wladimir Putin wird erneut zum russischen Präsidenten gewählt. Zum dritten Mal. Seit 12 Jahren regiert der ehemalige KGB-Agent nun in Russland. In dieser Zeit hat er sein zerrissenes Land grundlegend verändert, Gegner aus dem Weg geräumt und die Medien gleichgeschaltet. Aber der Prunk der Zeremonie täuscht. Putins Macht ist angeschlagen. Er ist geschwächt wie nie zuvor. Seit Monaten versammeln sich die Menschen auf den Straßen. Es sind die größten Demonstrationen seit dem Untergang der Sowjetunion. Die Demonstranten prangern manipulierte Wahlen an und wachsende Korruption. Sie fordern Putins Rücktritt. Seit der Ölpreis sinkt, verarmt die Bevölkerung. Während ihr Präsident als einer der reichsten Menschen der Welt gilt. Putin reagiert auf seine Weise. Er beschuldigt den Westen. Amerika, die CIA, sich gegen ihn verschworen zu haben. And we do have serious concerns about the conduct of the elections. Russian voters deserve a full investigation of all credible reports of electoral fraud and manipulation. And we hope in particular that the Russian authorities will take action on the recommendations that come forward. Putin empfindet die Aussage der damaligen US-Außenministerin Hillary Clinton wie eine Kriegserklärung. Putin will seine eigene Macht erhalten und das Volk zurückgewinnen. Dafür muss Russland wieder zur Weltmacht werden. Ein Status, den das Land mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion 20 Jahre zuvor verloren hat. Den Weg dorthin beginnt er mit der Neustrukturierung der eigenen Machtverhältnisse. Er setzt auf linientreue Mitarbeiter, Hardliner. Viele sind, so wie er, ehemalige Agenten des KGB oder loyale Oligarchen. Sein Freund Wladimir Jakunin ist früherer KGB-Offizier und ein reicher Geschäftsmann. Er wird Mitglied in Putins engstem Beraterstab. Mit der Auflösung der Sowjetunion schien es, als gäbe es keinen Grund mehr für einen ideologischen Kampf. Wenn jemand verkündet, er besäße die Wahrheit, nur er, dann ist das Herrschaft. Und das kann zu neuen Spannungen führen, zu einem neuen Krieg.
wie auch immer man ihn nennen mag, ideologischer Krieg oder kalter Krieg. Dieser neue kalte Krieg richtet sich erneut gegen die USA. Auch von der NATO fühlt Russland sich ins Abseits geschoben. Seit dem Ende der UdSSR 1991 hat sich das transatlantische Bündnis ausgedehnt. Staaten, die früher unter sowjetischem Einfluss standen, suchen jetzt den Schutz der NATO. Polen, Rumänien, das Baltikum. Die nationalistische Rhetorik Putins beunruhigt die Nachbarländer. Es beginnt die Zeit der großen Manöver. Die Vereinigten Staaten vereinbaren mit Polen und Tschechien die Stationierung eines Raketenabwehrsystems. Für Putin eine Provokation. . 2012 beim G20-Gipfel in Mexiko trifft Putin auf den damaligen US-Präsidenten Barack Obama. Dem ist an einer Verbesserung der Beziehungen zu Russland gelegen. Die Atmosphäre bei diesem Treffen war angespannt, kein bisschen herzlich. Putin hielt Obama lange Vorträge darüber, was die USA alles verbrochen hätten seit der NATO-Osterweiterung in der Clinton-Ära. Präsident Obama hat immer versucht, Putin mit Logik zu begegnen. Aber diese Logik, mit der wir die Beziehung sahen, war nicht unbedingt die gleiche Logik, die Putin sah. Wenn jemand sagt, hören Sie, ich habe meine Panzer, meine militärische Ausrüstung in Ihren Hinterhof gebracht, aber bleiben Sie ruhig, das ist nicht gegen Sie gerichtet. Würden Sie das glauben? Obama teilt Putin mit, dass die Errichtung einer Raketenabwehr in Osteuropa nicht mehr verhandelbar sei. Auf der Pressekonferenz ist der russische Präsident wortkarg. Wie wichtig ist Russland für die USA? Die beiden Präsidenten finden bei diesem Treffen nicht zueinander. Die Amerikaner haben Russland nicht als gleichberechtigten Partner betrachtet. Gut oder nicht gut spielt keine Rolle, aber ebenbürtig, das ist wichtig. Dieses Verhalten vermittelte ein Gefühl der Überlegenheit. Sollte zeigen, ihr seid nicht auf meinem Niveau, also benehmt euch. Ich hatte nicht den Eindruck, dass zwischen den beiden ein guter persönlicher Draht bestand. Vielmehr, dass das Verhältnis aus irgendeinem Grund belastet war. Ich denke, das hat dazu beigetragen, dass sich die Beziehungen zwischen unseren Ländern verschlechtert haben. Putin fühlt sich von Obama nicht ausreichend wertgeschätzt. Was er ihm besonders übel nimmt, ist, dass der US-Präsident nicht einmal versucht hat, ein paar Worte in Russisch an ihn zu richten. Er dagegen sprach mit Obama auch Englisch. Wenn ich zwei Wörter Chinesisch kann oder auch Deutsch, dann versuche ich doch, diese anzubringen. Das ist ein Zeichen von Respekt. Putin ist sehr russisch. Die Russen haben einen Minderwertigkeitskomplex. Der Westen nimmt uns nicht ernst, sagen sie. Sie sehen uns als einen zurückgebliebenen kleinen Bruder, den man ständig schlecht behandeln und beschimpfen kann. Russland war eine Supermacht wie die USA, aber jetzt hört niemand mehr auf sie. Der Westen rückt mit neuen Stützpunkten immer näher an Russland heran. Seit 2011 tobt in Syrien, einem alten Verbündeten Russlands, ein blutiger Bürgerkrieg. Die Gegner von Präsident Bashar al-Assad haben ihre Waffen von den USA und Europa bekommen. Für Putin gibt es keinen Zweifel. Der Westen hat dort einen Regimewechsel angeordnet, wie schon 2003 im Irak oder in Libyen,
wo Gaddafi im Oktober getötet worden ist. Als Putin das Video in die Hände bekam, auf dem die Tötung Gaddafis zu sehen ist, er wurde ja auf offener Straße gelyncht, sah er sich es wieder und wieder an. Er konnte gar nicht damit aufhören. Und wie es aussieht, war es mit dem Video von Saddam Husseins Hinrichtung dasselbe. Ich glaube, er nimmt diese Dinge geradezu persönlich. Ich denke, dass er, als er sich diese Aufnahmen ansah, dachte, wenn man sich gegen die USA auflehnt und es zu einem ernsten Konflikt kommt, dann hat man keine Gnade zu erwarten. Die Ereignisse des arabischen Frühlings erinnern Putin an seine eigene Situation, an die Demonstrationen gegen ihn einige Monate zuvor. Um den Interessen des Westens in Syrien entgegenzutreten, unterstützt er jetzt das Assad-Regime. Russian Federation. 2 Jahre später, im Februar 2014, Olympische Winterspiele in Sotschi. Die Gelegenheit für Putin, sich und sein Land der Welt zu präsentieren. Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья. Your Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends. Уважаемые коллеги. Beim Gala-Dinner sitzt unter all den Staatsoberhäuptern auch der damalige Präsident der Ukraine, Viktor Janukowitsch. Die Ukraine besitzt eine strategische Schlüsselstelle zwischen Europa und Russland. Das Land mit seinen 45 Millionen Einwohnern ist instabil. Für Putin eine Gefahr. In der Hauptstadt Kiew demonstrieren die Menschen gegen ihren korrupten Präsidenten und seine Nähe zu Moskau. Die aufgebrachte Menge fordert eine Orientierung Richtung Westen, Richtung Europa. Auf dem Maidan-Platz verteilen Mitarbeiter von Barack Obama Lebensmittel an die Demonstranten. Für Putin mehr als nur ein Alarmzeichen. Zurück in Sotschi. Am 15. Februar verliert die russische Eishockey-Nationalmannschaft das Prestigeduell gegen die USA und scheidet später im Viertelfinale aus. Für Putin ein Albtraum. Er hatte Gold gefordert. Die Krise in der Ukraine spitzt sich derweil zu. Die NATO verstärkt ihre Präsenz in Osteuropa. Putin beruft eine Sitzung des Sicherheitsrates in Moskau ein. Sein Plan? Die Invasion der Krim auf ukrainischem Territorium. Auf der Halbinsel im Schwarzen Meer befindet sich ein russischer Marinestützpunkt. Putin wägt ab, berät sich. Die Hardliner unter seinen Beratern fordern, dass er in die Offensive geht und die Krim angliedert. So zum Beispiel Konstantin Malofejew, ein Oligarch der jungen Generation. Ultranationalistisch, Beschwörer eines großen russisch-orthodoxen Russlands. That was his decision. Das war Putins Entscheidung. Und soweit ich gehört habe, hat er es sich dabei nicht leicht gemacht. Natürlich wurde viel diskutiert. Die große Frage war, was würde danach passieren? Wie würde der Westen reagieren, die Amerikaner, die diese Junta in Kiew finanzierten? Und natürlich war ihre Reaktion erwartbar. Putin setzt darauf, dass Obama sich ihm nicht entgegenstellen wird und gibt grünes Licht. Die Winterspiele in Sotschi wartet er noch ab. Doch 3 Tage nach der Schlussfeier erwacht die Krim am 26. Februar in den Händen russischer Spezialeinheiten, die in der Nacht gelandet waren. Ein souveräner Staat, die Ukraine, ist von einem anderen überfallen worden. Von Russland.
Wir waren überrascht, dass er die Krim überfiel. Wir haben gewusst, dass es so kommen könnte, hatten aber noch nicht ernsthaft damit gerechnet. Putins Ziel, die Ukraine sollte instabil bleiben. Sie sollte niemals die Annäherung an den Westen vollenden. Er ist kein so großer Stratege, Denker oder Schachspieler, wie wir uns das vorstellen. Er spielt Blackjack. Er hat eine hohe Risikobereitschaft. Das gehört zur russischen Mentalität. Viele Russen leben nach einem Prinzip namens Avos. Das bedeutet, ich werde es ausprobieren und dann sehen, was passiert. Jetzt reagiert das Weiße Haus. In einem einstündigen Telefongespräch warnt Obama Putin davor, die Krim zu annektieren, und droht mit Sanktionen. Ich kann mich sehr gut an dieses Gespräch erinnern. Obama blieb sehr sachlich und sagte, die Aktionen Russlands seien nicht akzeptabel. Er verlangte, die Unabhängigkeit der Ukraine sofort wiederherzustellen. Doch Putin lässt sich nicht aufhalten. Im Sommer 2014 treffen russische Truppen im Donbass ein, einer Region im Osten der Ukraine. Sie sollen dort pro-russische Separatisten im Kampf gegen die neue Regierung in Kiew unterstützen. Ein schmutziger Krieg beginnt. What did they want? 500 miles from Was hatten Sie denn erwartet, 500 Meilen vor Moskau? Wollten Sie, dass wir nichts tun und zusehen, wie Sie unsere Leute dort töten? Wir müssen uns doch schützen. Und das bedeutet, dass wir uns auch darum kümmern, was in der Nähe unserer Grenzen passiert. Malofejew wird vom Westen verdächtigt, die Separatisten zu finanzieren. Es werden Sanktionen gegen ihn verhängt, so wie gegen viele andere. 50 Personen aus dem engeren Umfeld Putins sind betroffen. Reiseverbote werden verhängt, Vermögen im Ausland eingefroren. Andere Sanktionen betreffen den Ölexport, das Bankwesen und die Rüstungsindustrie. Präsident Obama hat о новых санкциях, которые касаются примерно 20, опять же, физических лиц и одного финансового учреждения Банка России. Сколько физических лиц? Около 20. Кроме этого, наши украинские соседи... Let's play to our advantage. Wir spielten unseren größten Trumpf, und das ist nun einmal die Wirtschaft, das Geld. Es ging nicht um Machtverhältnisse in der Ostukraine. Der Westen, also Europa und die Vereinigten Staaten, machen zusammen 50% des weltweiten Bruttosozialprodukts aus. Russland nur ein paar Prozent. Im Februar 2015 schließlich verhandelt Putin in Minsk mit den Westmächten über einen Waffenstillstand. Für ihn ist die Ukraine ein Spielball. Wichtig ist ihm nur, dass das Land weder Mitglied der NATO noch der Europäischen Union wird. Doch zu welchem Preis? Mai 2015. Moskau feiert den 70. Jahrestag des Kriegsendes und den Sieg über den Nationalsozialismus. Der Glanz täuscht. Längst haben sich die Sanktionen des Westens auf die Wirtschaft in Russland ausgewirkt. Der Rubel bricht ein. Der Militärhaushalt muss gekürzt werden. Die Preise steigen. Die Menschen werden ärmer. Doch all das beeindruckt Putin nicht. Was ihm am meisten ausmacht, ist, dass er nicht mehr dazugehört zum Kreis der Großen. Dass an diesem wichtigen Feiertag kein Staatsoberhaupt aus dem westlichen Ausland anwesend ist, empfindet er als Demütigung. Schlimmer noch, er, der Russland wieder zur Weltmacht zurückführen wollte, wird sogar von den G8, der Gruppe der großen Industrienationen, ausgeschlossen. Ich glaube, der Ausschluss hat ihn sehr gekränkt, mehr noch als die wirtschaftlichen Sanktionen. Er sah sich als einen großen Weltpolitiker, aber der Auftritt auf der großen Bühne wurde ihm verwehrt. Dass sich die Leute nicht mehr mit ihm treffen wollten, hat ihn getroffen.
So bleiben Putin nur noch Provokationen, um zu zeigen, dass er wenigstens noch eine starke Armee hat. Im Sommer 2015 werden 12 russische Militärflugzeuge über die Ostsee gesichtet und von NATO-Jets abgefangen. Obama reagiert gelassen, was Putin noch mehr ärgert. Russia is a regional power that is threatening some of its immediate neighbors, not out of strength, but out of weakness. Ist er verrückt geworden? Spielt er zu viel Basketball? Wirft er vielleicht mal einen Blick auf den Globus? Hat er schon mal was von Stalingrad gehört? Denkt er wirklich, wir seien eine Regionalmacht? Wir sind die einzige Großmacht der Welt, die über die gleiche nukleare und militärische Macht verfügt wie die Vereinigten Staaten. Wenn Obama das anders sieht, sollte er wenigstens so klug sein und das für sich behalten. Вы меня спросили, там ваш покорный слуга друг или не друг? Я не друг и не невеста и не жених. Я президент Российской Федерации. 146 миллионов человек. У этих людей есть свои интересы, и я обязан их отстаивать. Ende des Sommers 2015. Putin befindet sich in seiner Residenz am Schwarzen Meer und zeigt sich entspannt wie lange nicht. Er hat verstanden, dass Konfrontation kein geeignetes Mittel ist, um Russland aus der Isolation herauszuführen. Putin hat einen Plan. Die Stunde der Rache ist gekommen. Eine gute Möglichkeit dafür, wie schon im Jahr zuvor, bietet Syrien. Im September 2015 schickt er Hunderte von Flugzeugen, um den syrischen Diktator Bashar al-Assad bei der Zerschlagung des Widerstandes gegen ihn zu unterstützen. Der Westen ist überrascht, lässt Putin jedoch gewähren. Allerdings nicht ohne Hintergedanken. Wir kalkulierten damit, dass Russland in eine Situation wie in Afghanistan geraten würde. Dass die Unterstützung Assads im Lauf der Zeit immer teurer und aufwendiger werden würde. Aber leider wurde Russland durch seine Intervention in Syrien nicht wirklich geschwächt. Russlands Einsatz ermöglicht es dem Assad-Regime, die Revolution niederzuschlagen. Putin erkennt, dass ein Krieg heutzutage auch immer ein Krieg der Bilder ist. Er nutzt dies für seine Zwecke. Im Mai 2016 zeigt das russische Fernsehen einen Film über Einsätze des russischen Militärs gegen den IS. Die Befreiung der historischen Städten von Palmyra. Krieg im Hochglanzformat. Надежды не только на возрождение Пальмиры как достояния всего человечества, но и на избавление современной цивилизации от этой страшной заразы, от международного терроризма. Большое вам всем за это спасибо. In Wirklichkeit bekämpft Putin weniger den IS als vielmehr Teile der gemäßigten Opposition Syriens. Aber er will Eindruck schinden, vor allem im Westen. Das ist seine Art zu kommunizieren. So funktioniert seine Logik. Schaut her, ich, Putin, ich hab's zuerst erkannt. Russland wird die Welt vom IS befreien. Russland war in diesem Chaos der einzige Fels in der Brandung. Für viele Menschen in verschiedenen Ländern ist Russland deswegen eine Art Friedensstifter. Durch seinen Einsatz in Syrien erkennt Putin die Macht der Kommunikation, der Bilder, der Information.
Wer diese moderne Art der Kriegsführung beherrscht, verkraftet auch ein kleines Rüstungsbudget. Er beauftragt seinen neuen Stabschef, General Gerassimow, mit der Ausarbeitung einer neuen Militärdoktrin. Die sogenannte Gerassimow-Doktrin fasst zusammen, was man unter einer hybriden Kriegsführung versteht: Subversion, Spionage, Propaganda und Cyberangriffe. Ich denke, das Wichtigste ist die Information. Sie reißt nie ab. Informationskrieg geht rund um die Uhr. Er hört nie auf. Und in diesem Informationskrieg ist der Westen, vor allem die USA, der Gegner, wenn nicht sogar der Feind. Putin sieht selten fern, misstraut dem Internet, bevorzugt Informationen auf Papier. Die moderne Form des Informationskrieges macht er sich dennoch zunutze. Im Dezember 2015 feiert Putin mit zahlreichen Gästen den Erfolg des Senders Russia Today, 10 Jahre zuvor gegründet. Viele sehen in ihm eine Art russischen Propagandakanal. Russia Today, RT abgekürzt, wird vom Kreml als strategisches Instrument betrachtet. Ausgestrahlt wird der Sender in 5 Sprachen in etwa 100 Ländern. Die Videos auf der Homepage werden häufiger geklickt als die von CNN und BBC. Besonders wichtig sind Russia Today die Zuschauer und Internetnutzer in den USA. Entsprechend gut ausgestattet sind dort Redaktionsräume und Studios. Die Menschen kehren den Mainstream-Medien den Rücken. Sie suchen andere Quellen, um an Nachrichten zu kommen. Ein Beispiel. Ein paar Tage, nachdem ich hier angefangen hatte, gab es eine Protestbewegung mit dem Namen Occupy Wall Street. Wir berichteten darüber. Richtig ausgiebig. Police brutality running wild in New York. Die Berichterstattung stand in keinem Verhältnis zum tatsächlichen Ereignis. Inzwischen weiß ich warum. Sie lieben es zu sehen, wie Amerikaner protestieren, wie sie ihr Misstrauen gegen das eigene System, die eigene Demokratie und den Kapitalismus zum Ausdruck bringen. Es ist ihr Traum, dass die Amerikaner selber sagen, dass das System nicht funktioniert. Seit Obama Präsident ist, leiden immer mehr Amerikaner Hunger. In D.C., because we are all out here struggling. Laut hochrangigen Führungskräften verantwortet das Weiße Haus seit den Anschlägen des 11. September Terrorakte gegen die eigene Bevölkerung. Es gab jede Menge Verschwörungstheorien. Sie waren Hauptbestandteil der Strategie. RT versuchte, die Probleme und Schwierigkeiten, die es in den USA tatsächlich gab, für seine Interessen zu missbrauchen. Putin hat erkannt, dass die öffentliche Meinung die Schwachstelle jeder westlichen Demokratie ist. Im Frühsommer 2016 bekommt er im Kreml Besuch von Obamas Außenminister John Kerry. Well, Mr. President, we're very appreciative for the opportunity to have a serious conversation about serious issues. Der US-Außenminister dämpft Putins Hoffnung auf eine Lockerung der Sanktionen, solange dieser seine Politik in Syrien und in der Ukraine nicht ändert. Damit nicht genug. Kerry berichtet von Raketenabwehrstützpunkten an Russlands Grenzen. Was Putin gar nicht gefällt, ist der Gedanke, dass er es 6 Monate später mit einer noch unnachgiebigeren Person zu tun haben würde. Hillary Clinton, Präsidentschaftskandidatin bei den nächsten US-Wahlen. Und für Putin ein rotes Tuch. Die Abneigung ist gegenseitig.
He's a very arrogant person to deal with. Like many bullies, he is somebody who will take as much as he possibly can. Russia is trying to move the boundaries of the post-World War II Europe. We've got to get NATO back working for the common defense. Putin ist überrascht, dass gegen Clinton ein Außenseiter die politische Bühne betritt. Ein Populist, der sich als Russlandfreund und Kritiker der NATO positioniert. You know, Hillary likes to play tough with Russia. Putin looks at her and he laughs, okay? He laughs. Russia doesn't like ISIS any better than we do. Wouldn't it be nice if we actually got along with Russia and you could knock them out together? Wouldn't that be a good thing? The choice for us. Wir hatten die Wahl zwischen einer Wahnsinnigen, Clinton, und einem Hooligan, Trump. Wen würden Sie bevorzugen, eine Wahnsinnige oder einen Hooligan? Den Hooligan natürlich, denn mit einer Verrückten hast du keine Chance. Sie war für eine Flugverbotszone über Syrien. Das war wie eine Einladung zur direkten Konfrontation zwischen den amerikanischen und russischen Streitkräften. Clinton war russenfeindlich und sehr in ihrem Neokonservatismus gefangen, nach dem Motto, ich bin die Anführerin der globalen Welt, aber da gibt es diese kleine Provinz namens Russland und die benimmt sich schlecht. Ist doch klar, dass wir für Trump waren. Eine Art Cyberkrieg beginnt. Das Opfer Hillary Clinton. Russische Hacker, die sich als Amerikaner ausgeben, posten mehr als 1 Million feindliche Tweets gegen die Demokratin. Auf Facebook werden ihre Nachrichten über Wochen für 126 Millionen Nutzer öffentlich gemacht. Die pro-russischen Medien streuen Gerüchte und Fake News. So in 2015, 96% of the Clintons. 2015 haben die Clintons 96% ihrer für wohltätige Zwecke gesammelten Spenden selbst eingestrichen. Allein dieses Video wird 9 Millionen Mal geklickt. Wir waren überrascht, wie viel Angst der Westen vor einem einzigen alternativen Fernsehsender aus dem Osten, aus Russland hatte. Das zeigt doch, dass der Westen viel schwächer ist, als er vorgibt zu sein. Putin nutzt seinen Vorteil. Was nun folgt, nennt der KGB aktive Maßnahmen. Das Team um Donald Trump wird kontaktiert. Insgesamt 10 Berater und Personen aus dem engeren Umfeld des Präsidentschaftskandidaten. Eine vollkommen neue Situation, auch für amerikanische Geheimagenten. Bei all diesen sogenannten aktiven Maßnahmen, bei denen es darum geht, eine Wahl zu beeinflussen oder das Handeln einer Regierung, gibt es immer eine menschliche Komponente. Ich bin mir fast sicher, dass die Russen ein paar Leute angesprochen haben. Wir haben Informationen, die darauf hindeuten, dass ein paar Leute aus Trumps Team tatsächlich mit den Russen in Kontakt gewesen sein könnten. Man kann sich das so vorstellen. Hey, wir können euch mit Informationen über Hillary Clinton und andere politische Gegner helfen, wenn ihr dafür im Gegenzug in der Ukraine-Geschichte zurückrudert. Das wäre unser Deal. Ende August 2016, 3 Monate vor der Wahl, erreicht der Cyberkrieg eine neue Stufe. Hacker verschaffen sich Zugang zu den Computern des Clinton-Teams, um an E-Mails zu gelangen, die die Präsidentschaftskandidatin kompromittieren könnten. Auch Wahlmaschinen sind Ziel des Angriffs. Das Herz der amerikanischen Demokratie ist getroffen. Diesmal haben die amerikanischen Geheimdienste keinen Zweifel, woher die Cyberangriffe kommen. Unsere Nachrichtendienste sind zu dem Schluss gekommen, dass Russland ernsthafte Anstrengungen unternommen hat, um die Wahlen zu beeinflussen. Sie sagen, dass Putin einen Angriff auf die US-Wahlen lanciert hat, mit dem Ziel, die amerikanische Demokratie zu schwächen und uns in 2 Lager zu teilen. Außerdem wollte er die Chancen von Donald Trump verbessern und die von Clinton verringern.
Noch im August hat John Brennan, damals Direktor der CIA, seinen russischen Kollegen angerufen und ihm mitgeteilt, dass wir darüber Bescheid wüssten, was da gerade geschah. Doch die US-Regierung ist unsicher, wie sie sich verhalten soll. Wie soll man sich wehren? Auch ein Cyber-Gegenangriff wird in Betracht gezogen. Wir haben lange darüber gesprochen, ob man sie bestrafen sollte für das, was sie getan hatten. Die Entscheidung darüber haben wir aber vertagt. Wichtiger war uns, sie zu stoppen und zu verhindern, dass sie so etwas noch einmal täten. Das Weiße Haus beschließt in dieser Sache die höchste Geheimhaltungsstufe. Wir glaubten, Russland wollte vor allem Unsicherheit verbreiten. Unsere Institutionen befanden sich in einer Glaubwürdigkeitskrise. Das wollten die Russen nutzen. Deswegen mussten wir so vorsichtig sein mit der Öffentlichkeit. Wenn wir gesagt hätten, die Russen versuchen da was, aber sie werden es nicht schaffen, hätte das zu großer Besorgnis geführt. Sie dachten, Hillary Clinton würde ohnehin gewinnen und wollten nicht mit einem so großen neuen Thema kommen. Das ist typisch für Obama, gelähmt durch Analyse. Lasst uns darüber reden, lasst uns alles richtig machen. Das genaue Gegenteil von Putin, der überdenkt nicht alle möglichen Folgen seines Handelns. Obama will alles durchdringen, alles bedenken. Es waren eine Menge Anwälte im Raum, damit man auch ja kein Gesetz brach. Obama entscheidet sich für ein Gespräch unter vier Augen. Nur Putin und er. Am Rande eines G20-Gipfels im September 2016 in China ist es soweit. Der Präsident war sehr direkt. Er sagte ihm ins Gesicht, dass wir wussten, was die Russen gerade taten und dass sie damit sofort aufhören sollten, sonst würde das gravierende Folgen haben. Nobody. Niemand, weder Mr. Obama noch irgendein Geheimdienst konnte jemals einen solchen Eingriff seitens Russland nachweisen. Alles bla bla bla. Bla bla bla. We know that you have interfered. Es ist schwer, mit jemandem zu reden, für den Lügen zum Geschäft gehört. Lies on a regular basis. Putin ist ein ehemaliger KGB-Agent. Ich glaube, solche Leute lernen auf der ganzen Welt das Gleiche, egal für wen sie arbeiten. In unserer CIA-Trainingsanlage hängt ein Schild, auf dem steht: Nichts zugeben, alles leugnen, Gegenvorwürfe machen. Wir hatten den Eindruck, dass ab diesem Zeitpunkt die Cyberattacken der Russen aufhörten. Es wurden keine weiteren Informationen mehr gestohlen. Aber da war es bereits zu spät. Das, was sie bis dahin gefunden hatten, war längst weitergegeben worden und wurde in den Folgemonaten veröffentlicht, wann immer sich eine Gelegenheit dazu bot. Die Informationen werden WikiLeaks zugespielt. Am 7. Oktober, ein Monat vor der Wahl, geht die CIA mit dem, was sie über die Einflussnahme von Russland weiß, an die Öffentlichkeit. The Russian government has engaged in espionage against Americans. Kurz danach veröffentlicht WikiLeaks die gehackten Mails von Clintons Account und schwächt damit die Kandidatin der Demokraten erheblich. Präsident Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Im engen Rennen um das amerikanische Präsidentenamt zählt jede Stimme. Die monatelangen Aktivitäten der Russen bleiben nicht ohne Folgen. Trump gewinnt die Wahl. Putin ist zufrieden. Putin ist ein meisterhafter Coup gelungen. Er hat eine US-Wahl beeinflusst, kann sich wie ein Königsmacher fühlen. Es hat sich viel verändert seit dem Ende der Sowjetunion.
Gelingt Putin nun die ersehnte Rückkehr auf die große Weltbühne der Politik? Zunächst muss er vom neuen US-Präsidenten das bekommen, was er sich von ihm erhofft. Die Aufhebung der Sanktionen gegen sein Land und das Ende der NATO-Erweiterung. Im Juli 2017 kommt es zum ersten Treffen. Putin ist endlich auf Augenhöhe mit einem amerikanischen Präsidenten. Diesem Treffen misst er entscheidende Bedeutung bei. Über den Ablauf wird bis ins Detail mit Trumps Team verhandelt. Das russische Protokoll sah vor, dass man sich regelmäßig zu langen Gesprächen trifft. Putin sieht sich ja als einen Meister im Umgang mit Menschen. Putin hatte darauf gehofft, einen guten Draht zu Trump aufzubauen, nach dem Motto, wenn ich ihn treffe, mit ihm persönlich spreche, wenn es mir gelingt, ihm zu vermitteln, dass wir ähnlich ticken und dass ich ihn für brillant halte, dann wird er mir geben, was ich will. Die Amerikaner hingegen bestehen auf kürzeren Begegnungen. Das würde erklären, warum das Treffen in Hamburg abgebrochen wurde. Niemand wollte Präsident Putin zu lange allein mit Trump sprechen lassen. Putin muss erkennen, Trump legt sich auf nichts fest, reagiert auf alles ausweichend. Es wurde nicht ein einziger Beschluss gefasst. Wir sind noch immer sehr weit voneinander entfernt und ich denke, die Zeit rennt uns davon. Putin wollte Clinton schaden und hatte nicht damit gerechnet, mit Trump einem geschwächten Präsidenten gegenüberzustehen und einem Amerika, dessen Vorbehalte gegenüber Russland unverändert sind. Auch Trump ist nicht handlungsfähig, solange nicht geklärt ist, ob und in welcher Weise er mit Russland gemeinsame Sache gemacht hat, um die Präsidentenwahl zu gewinnen. Die Sanktionen werden verschärft. Der US-Kongress ist angesichts des Manipulationsverdachts sehr aufgebracht. Es schockiert mich noch immer, dass Putin solch ein riskantes Spiel getrieben hat. Er liebt das Risiko, das wissen wir. Aber auf diese Weise die USA anzugreifen, das macht uns sprachlos. Und natürlich bleibt es nicht ungesühnt. Wir setzen ja alles daran, herauszufinden, was Russland getan hat. Hier geht es nicht um Trump und Russland, sondern nur um Russland. Wenn ich Putin wäre, ich würde nicht mehr ruhig schlafen, denn wer weiß, wo das alles enden wird. Doch das soll nicht alles gewesen sein. Inzwischen werden Putin auch Eingriffe in die französischen Präsidentschaftswahlen im Frühjahr 2017 vorgeworfen. Auch beim Brexit-Referendum soll er seine Finger im Spiel gehabt haben. Ich denke, Putin ist eine sehr komplexe Persönlichkeit. Auf der einen Seite taktisch sehr gewieft, auf der anderen aber gefangen in seiner eigenen Rhetorik, mit der er sich selber im Wege steht. Russland steht jetzt isoliert da, hat mit Wirtschaftssanktionen zu kämpfen. Ist das auf lange Sicht etwa ein Gewinn? Russland hat sich ins Abseits gestellt. Im Moment mag Putin das im eigenen Land den Rücken stärken. Doch der Preis, den er dafür zahlt, ist hoch. Und das alles, weil er dem Westen etwas heimzahlen will? Wie lange wird Putin dieses Spiel noch spielen? Wie weit wird er gehen?